Auf dem Firmengelände des Landwirtschaftsbetriebes Carsten Schulze im erzgebirgischen Oelsnitz startete am Abend des dritten Advents eine besondere Tour. 16 Traktoren machten sich weihnachtlich geschmückt und beleuchtet auf eine Fahrt über Straßen des Erzgebirgskreises. An Bord hatten die Traktoren laut Organisatorin Maria Pape zeitgemäße Hygieneartikel, die verteilt werden sollten. Angesteuert wurden Pflegeeinrichtungen im Raum Schneeberg und Aue-Bad Schlema. Ein weiteres Anliegen der Aktion bestand darin, Freude zu spenden. Alle, die den weihnachtlich beleuchteten Traktoren am Abend des dritten Advents begegneten, blieben mit großen Augen stehen. Bei diesen Bildern wird's einem doch ganz warm ums Herz.